Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Lenkert, es ist wie so oft bei den Linken, es zahlt immer der liebe Gott oder irgendein edler Spender, der woher kommt. Verraten Sie mir mal den Unterschied zwischen dem Gebührenzahler, der fürs Abwasser zahlt, und dem Steuerzahler, der es zahlt, wenn es die Kommune bezahlt. Ich sehe da keinen nennenswerten Unterschied. Insofern brauchen wir uns darüber nicht zu streiten. Wir haben schon x-mal festgestellt, dass Umweltschutz, Recycling und alles, was damit zusammenhängt, Geld kostet. Und dieses Geld bringt immer der Endverbraucher, der Steuerzahler, der Stromkunde auf. Das ist so. Und das können Sie nicht wegreden. Das als Vorbemerkung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer von Ihnen war schon mal auf einer oder hat schon mal ein Vespasiani benutzt? Das könnten Sie in Rom getan haben. Oder ein Vespasien, das könnten Sie in Paris getan haben. Nein, meine ich nicht. Wenn es nicht angesichts des Themas, um das es ging, vielleicht ein bisschen befremdlich wäre, müsste man sagen, diese Benennung ist zu Ehren einer Person gefunden worden, die vor rund 2000 Jahren etwas gemacht hat, was wir heute nach 2000 Jahren auch machen, in diesem Fall nämlich der römische Kaiser Vespasian. Vespasian war derjenige, der die öffentlichen Toiletten in Rom nutzte, um Urin zu sammeln und dieses Urin den Gerbern zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gerbprozesse durchführen konnten. Und er war auch der Erfinder, der dieses Verfahren dann noch zusätzlich besteuert hat, was ihm einen Krach mit seinem Sohn bescherte, der sich über den Geruch dieser öffentlichen Toiletten beschwerte und ihm sein Vater den Geldschein oder die Geldmünze unter die Nase hielt, die er dafür eingenommen hatte und den berühmten Spruch geprägt hat, Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Hat der Kollege das vorher gewusst, was ich jetzt sage? Okay. Oh, das verbindet uns, ich hab's auch, ja. Okay. Nun, kommen wir mal zum Kern des Themas zurück. Ich würde also deswegen sagen, was wir jetzt machen, die Recyclingquote zu verbessern, heißt auch, Recycling stinkt nicht, sondern ist notwendig. Und was wir mit dieser Verordnung machen, ist letztlich eine Erhöhung der Recyclingquote. Die Problematik ist schon angerissen worden. Womit haben wir es zu tun? Wir haben damit zu tun, dass wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, wir wollen das Ausbringen von Klärschlamm reduzieren. A, weil es schadstoffbelastet ist und der Aufwand groß ist, die Schadstoffe rauszunehmen. Und B, weil sowieso schon ein großer Teil nicht mehr ausgebracht wird, sondern verbrannt wird und damit alles, was an nützlichen Stoffen drin ist, auch weg ist. Danke für die Gelegenheit zur Trinkpause. So, wie machen wir das? Wir machen das in dem Maße, in dem wir die Rückgewinnung von Phosphor vorschreiben. Warum ist Phosphor für uns von so großer Bedeutung? Ein Gramm Phosphor erzeugt oder ist notwendig zur Erzeugung von 100 Gramm Biomasse. Und als wir in einer Zeit lebten, als wir diesen Phosphor noch in Waschmitteln und allem drum und dran hatten und das in unsere Gewässer ging und wir das Problem der Überdüngung hatten, haben wir noch zusätzlich das Problem gehabt, dass der Abbau der so erzeugten Biomasse selber noch mal wieder 150 Gramm Sauerstoff verbrauchte, die dann dazu führte, dass viele Gewässer umkippten. Die Zeiten sind vorbei. Aber jetzt haben wir das zweite Problem, das ist nämlich die Versorgung mit Phosphor, weil wir sie zwingend brauchen für den Pflanzenwuchs, aufgrund eines endlichen Vorkommens in der Welt und aufgrund der Tatsache, dass wir das nur in Gegenden beziehen können, wo die politischen Verhältnisse, sagen wir mal, nicht sehr menschenwürdig und auch nicht sehr stabil sind. Was für uns aber lebenswichtig ist, uns mehr auf unsere eigenen Vorkommen besinnen müssen. Und die finden wir eben in dem Kreislaufprozess, den wir mit dem Klärschlamm haben. Also geht es darum, dass wir möglichst viel Phosphor rückgewinnen. Das ist unser Hauptziel.
Und trotzdem haben wir in der Verordnung Dinge reingeschrieben, die eine Abstufung bringen, eine lange Übergangszeit. Der Kollege Tews hat schon begründet, warum das notwendig ist. Eine gestaffelte Übergangszeit. Wir haben aber auch Anlagen in der Größenordnung 50.000 Einwohner und kleiner aus dieser Regelung ausgenommen. Warum, Herr Lenkert, hören Sie gut zu, weil wir natürlich über die Frage der Belastung der Gebührenzahler nachdenken. Und die sagt ganz einfach, dass bei den großen Anlagen über Skaleneffekte und, die Rückgewinnung von Phosphor einfach preiswerter machbar ist als bei kleinen Anlagen. Und deswegen haben wir dort in der Abwägung verschiedener Ziele diesen Kompromiss gefunden. Und ich meine, es ist ein guter Kompromiss geworden. Wer zahlt das Ganze? Es zahlt, und da sind die Berechnungen in der Begründung der Vorlage, zwar was die Größenordnung angeht, möglicherweise richtig. Genau wissen wir es auch noch nicht, weil wir die großtechnischen Anlagen für die Rückgewinnung eben noch nicht entwickelt haben. Aber es zahlt letztlich der Gebührenzahler oder der Steuerzahler, wie man das abwägen kann oder nicht. Da gibt es ja vielleicht auch noch Streit. Und Sie wissen, dass die Gegenargumente des VKU und der kommunalen Vertreter genau auf diesen Punkt zielten. Die sagten, wir bleiben auf einem der Teil der Kosten hängen. Ein Prozess, der sicher nicht noch geklärt werden muss, genau wie die Frage, mit welchen Anlagen wir das Ganze erreichen können. Wir haben die Möglichkeit der Monoverbrennung, um das Phosphat, um den Phosphor aus der Asche zurückzugewinnen. Wir haben Verfahren, wo wir Magnesium, Ammonium, Phosphat direkt gewinnen können, was zwar nicht so eine große Ausbeute gibt, aber was direkt als Dünger verwendbar ist. Und wie die Vermarktung später aussieht, das wissen wir auch noch nicht. Der Kostenunterschied, der eben genannt worden ist, ist ja richtig. Also entweder steigt mal der Phosphorpreis wegen der Knappheit so stark, dass die phosphorrückgewonnenen Mengen damit konkurrieren können, oder wir werden das in irgendeiner Weise subventionieren müssen. Aber da es um einen begrenzten Stoff geht, den wir zwingend brauchen, ist das auch gerechtfertigt. Und das ist ein weiterer Grund dafür, weshalb wir lange Übergangszeiten brauchen, damit wir in dieser Zeit die nötigen Entwicklungen durchführen können und die wichtigen Abschätzungen machen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir könnten davon sprechen, dass wir hier eine Klärschlammschlacht schlagen. Und wir tun das auch. Aber anders als andere Schlammschlachten gehe ich mal davon aus, dass diese Schlammschlacht keine Verletzungen verursacht, hoffentlich auch keine Verschmutzungen, sondern eine Klärschlammschlacht ist, bei der es letztlich nur Gewinner gibt. Es gewinnt die Umwelt, es gewinnt die Landwirtschaft und über beides gewinnen unsere Bürgerinnen und Bürger. Und angesichts der späten Stunde schenke ich dem Plenum die letzten 2 Minuten meiner Redezeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde. Vielen Dank. Ich gebe zu, ich habe nicht erwartet, dass die Debatte insgesamt so interessant werden würde. Also den Kollegen sagen, es lohnt sich auch spät ins Plenum zu kommen. Peter Maywald hat als letzter